Hallo, mein Name ist Marc-Oliver Heißler und ich bin Account Manager bei der Production to Go. Heute möchte ich Ihnen zeigen, warum Sie sich bei flexiblen Komponenten für den 3D-Druck entscheiden sollten. Flexible Komponenten sind in unserem Alltag nicht wegzudenken. Handyhüllen, Dichtungen, Schuhsohlen, Bänder, Dämpfer und vieles mehr benötigt ein gewisses Level an Flexibilität, um funktionsfähig zu sein. Herkömmliche Verfahren stoßen bei der Herstellung dieser häufig auf das Problem, Designfreiheit und Kosteneffizienz zu vereinen, und der 3D-Druck ist die ideale Lösung für dieses Problem. Bevor wir im Detail dazu kommen, wie der 3D-Druck dieses und weitere Probleme von herkömmlichen Fertigungsmethoden löst, sollte erst einmal die verschiedenen Flexibilitätsstufen und deren Abgrenzung zur Elastizität erklärt werden. Semi-flexible Materialien bieten ein gewisses Grundmaß an Flexibilität. Bei diesen Materialien steht häufig nicht die Flexibilität als Merkmal, sondern die erhöhte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bei Biegung und Dehnung im Fokus. Klassische Beispiele für semi-flexible Materialien sind beispielsweise Schuheinlagen und Handyhüllen. Hochflexible Materialien lassen sich von den Eigenschaften her am besten mit Gummi vergleichen. Solche Materialien können erhebliche Verformungen standhalten und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise Dichtungen und Stoßdämpfern in einer Vielzahl von Industriezweigen. Ultraflexible oder superweiche Materialien bieten ein Maximum an Flexibilität und können ohne Probleme zusammengedrückt sowie sehr stark gebogen und gedehnt werden. Solche Materialien werden unter anderem in der Medizintechnik, beispielsweise zur Simulation menschlichen Gewebes und für Konsumgüter, die sehr weiche Haptik benötigen, genutzt. Zusätzlich gibt es auch noch sogenannte Elastomere. Solche Materialien sind außerordentlich elastisch, müssen jedoch nicht zwingend flexibel sein. Der Unterschied zwischen der Elastizität und der Flexibilität liegt in der Dauer der jeweiligen Verformung. Während flexible Materialien sich dauerhaft verformen können, ergo nicht automatisch wieder in die Ursprungsform zurückspringen, sind elastische Materialien auf kurzzeitige Verformungen mit unmittelbarer Rückstellung nach Ende der Belastung ausgelegt. Es gibt jedoch auch Materialien, die beide dieser Eigenschaften verbinden und somit lang- und kurzfristigen Verformungen ermöglichen. Egal welche Art der Flexibilität benötigt wird, der 3D-Druck bietet für alle Arten die passenden Materialien und eine Vielzahl von Vorteilen. Der größte Vorteil ist die erhöhte Designfreiheit und die damit einfachere Individualisierung von Komponenten. Per 3D-Druck lassen sich hochkomplexe Strukturen erstellen, die dank digitalem Modell auch schnell und präzise an unterschiedlichen Umgebungen angepasst werden können. Insbesondere die Medizintechnik kann massiv von dieser Individualisierung profitieren, da spezifisch an den Patienten angepasste Indikationen gedruckt werden können. Rund um die schnelle Anpassung spielt auch ein weiterer Vorteil des 3D-Drucks eine große Rolle: die hohe Produktionsgeschwindigkeit. Diese ermöglicht die ideale Umsetzung von Rapid Prototyping, durch welches Ideen und Änderungen schnell in die Tat umgesetzt werden können. Dadurch bleiben Designern und Entwicklern mehr Zeit für den Testprozess, wodurch ausgefeiltere Produkte entstehen und potenzielle Fehlkonstruktionen vermieden werden können. Zu guter Letzt muss ich auch die industrieübergreifende Nutzbarkeit positiv hervorheben. Flexible Materialien im 3D-Druck kommen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zusatzeigenschaften, beispielsweise Biokompatibilität für die Medizinindustrie oder Hitzebeständigkeit für die Automobilindustrie. So können auch Unternehmen mit breiten Produktpaletten den 3D-Druck optimal nutzen. Trotz der industrieübergreifenden Nutzbarkeit möchte ich hier drei Industrien vorstellen, in denen der 3D-Druck von flexiblen Komponenten bereits erfolgreich Einzug erhalten hat. Einer der größten Industriezweige ist dabei die Automobilbranche. Der 3D-Druck ermöglicht in dieser ultraschnellen und hochqualifizierten Herstellung von beispielsweise flexiblen Dichtungen und Dichtungsringen, welche dank 3D-Druck individuell angepasst werden können, sowie einer Vielzahl von Innenraumkomponenten, Armaturenbrettern, Griffen für den Motorbereich, für den Motorcycle-Bereich und viele mehr.
Ein weiterer bereits mehrfach erwähnter Bereich, in dem der 3D-Druck Einzug erhält, ist die Medizin und Dentaltechnik. Dabei profitieren sowohl behandelnde Ärzte und Zahnärzte über patientenspezifische Modelle und die Planung ihrer Indikation und auch durch den 3D-Druck gedruckte Prothesen. Ein großer Nutzen aus dem 3D-Druck schlägt in dem Aussehen von Konsumgütern, unter anderem für die Personalisierung von Schuheinlagen, Accessoires, Kleidung, auch die kosteneffiziente Serienfertigung von Prototypen und Teilen in der Entwicklungsphase eines Produktes. Auf dem Markt existiert eine Vielzahl verschiedener Druckanlagen und Materialien, die flexible Bauteile ermöglichen. Um den Überblick hierzu etwas zu vereinfachen, möchte ich unsere Favoriten und alle geeigneten Drucktechnologien, namentlich der Filament, der Resin, der Pulver und der Polymerdruck allgemein anwenden. Wenn es um die Produktion von flexiblen Komponenten aus Filament geht, fällt unsere Wahl in den allermeisten Fällen auf das TPU-92A der Firma Stratasys. Dieses Material punktet nämlich nicht nur mit einer hohen Flexibilität, sondern kombiniert diese auch mit einer herausragenden Langlebigkeit für flexible Teile, die ihre Flexibilität dauerhaft beibehalten sollen, gibt es im Filament 3D-Druck keine bessere Lösung. Beim Resin 3D-Druck nutzen wir für flexible Anwendungen entweder das Infinam RG7111 von Evonik oder das X-Flex 475 von Nexa 3D. Das Infinam RG7111 bietet neben einer hervorragenden Duktilität auch eine hohe Schlagzähfähigkeit, isotropisch-mechanische Eigenschaften und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Dadurch ist es ideal für Außenanwendungen wie Drohnen oder Automobilkomponenten geeignet. Mit dem auch als INT 475A60 von Henkel Loctite bekannten X-Flex 475 der Nexa 3D drucken wir Bauteile, bei denen nicht nur Flexibilität, sondern auch Elastizität benötigt wird. Das Material brilliert dabei mit einem extraordinären Rückstellverhalten sowie einer sehr hohen Reißfestigkeit. Wenn es um die Verarbeitung von Polymerpulvern geht, vertrauen wir auf den Industriegiganten Evonik. Mit seinem Infinam TPA 406P und Infinam TPC 808P. Beide Materialien vereinen dabei Flexibilität und Elastizität und bieten ein hervorragendes Rückstellverhalten. Das TPA 406P glänzt zusätzlich durch seine herausragende Schlagzähigkeit und Detailfeinheit, während das TPC 808P mit einer hohen Oberflächenauflösung und einer außergewöhnlichen Resistenz gegen Chemikalien und Witterungen glänzt. Der richtige Drucker ist natürlich essentiell, um die flexiblen Materialien ideal zu verarbeiten. Für Filamente nutzen wir hierbei insbesondere die Stratasys F-Serie. Der mit einer besonderen hohen Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit ideale Drucker für die Serienfertigung. Für unsere Auswahl an Resin-Materialien nutzen wir den Nexa 3D Xip Pro. Diese Druckanlage erlaubt dank ultraschneller Druckgeschwindigkeit einen unerreichten Durchsatz und mit einer 7K-Auflösung gestochen scharfe Details. Die Verarbeitung der flexiblen Evonik-Materialien erfolgt bei uns auf der QLS-Serie von Nexa 3D. Insbesondere die QLS 260 durch eine branchenführende Zykluszeit von 21 Stunden und einer fantastischen Präzision lassen sich rasend schnell hochqualitative flexible Bauteile drucken. Wollen Sie Ihre eigenen flexiblen Komponenten mit dem 3D-Druck herstellen? Wir von der Firma Production2Go bieten Ihnen gerne Beratung an, welchen Drucker und welche Materialien Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite unter www.production-to-go.com oder direkt in unserem Showroom in der Reutecker Straße 7
in 76307 Karlsbad, Idersbach. Wir beraten Sie gerne. Sie haben keinen 3D-Drucker, wollen die Vorteile für flexible Komponenten aber nicht missen? Wir von der Parts2Go GmbH drucken Ihre Teile nach Ihren Vorstellungen. Wir beraten Sie gerne, um Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Melden Sie einfach mit Ihren Projektdaten unter info@parts-to-go.com und wir werden Sie baldmöglichst kontaktieren.